Genau, also herzlich willkommen. Wir freuen uns total, dass ihr da seid. Wer ist wir? Wir sind Aktivistinnen und Aktivisten, die sich beim Kampf der studentischen Beschäftigten hier in Berlin engagieren oder die damit solidarisch sind. Und bei einer aktiven Konferenz der studentischen Beschäftigten haben wir beschlossen, gemeinsam diese Veranstaltung zu machen, um die Kämpfe gegen Prekarisierung und den Kampf gegen den Paragraphen 219a zusammenzubringen. Genau, ganz kurz zur Einführung. Die meisten wissen das sicher. Der Paragraph 218 verbietet grundsätzlich Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland, auch wenn es dann sozusagen im Gesetz weiter hinten unter bestimmten Bedingungen als straffrei erklärt wird. Ist jetzt trotzdem sozusagen im Grundsatz wird es bestraft. Und der Paragraph 219a verbietet angeblich Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, führt aber eben echt dazu, dass Ärztinnen kriminalisiert werden, wenn sie öffentlich darüber informieren, dass sie Abtreibungen durchführen. Und damit erschweren sie den Zugang, also damit erschwert dieses Gesetz den Zugang für betroffene Menschen zu Abtreibungen. Also betroffene Menschen, das sind Frauen, aber es sind auch andere Menschen wie Transmänner, die auch schwanger werden können. Genau, diese Gesetze hindern uns also fundamental daran, über unseren eigenen Körper zu bestimmen. Und deswegen denken wir, dass sie abgeschafft gehören. Genau, deswegen steht der Abend unter dem Motto 218 und 219a wegstreiken. Warum wegstreiken? Das hat zwei Gründe. Einerseits wollen wir darüber reden, dass Abtreibungsverbote nicht alle Frauen gleichermaßen treffen, sondern dass gerade Arbeiterinnen, wie wir unter prekären Bedingungen arbeiten und leben und auch die, die rassistisch diskriminiert werden, besonders betroffen sind. Für diese Frauen, für uns, wirken die Hürden der Abtreibungsverbote doppelt bis dreimal so stark. Genau, wir haben auch in der Ankündigung schon von dem Wort Prekarisierung geredet. Was ist Prekarisierung? Prekarisierung beschreibt einen Prozess, bei dem die Arbeitsbedingungen immer unsicher werden. Dazu gehören befristete Verträge, Teilzeitarbeit, superflexible Schichtpläne, niedrige Löhne und so weiter. Und alle Statistiken, die es gibt, zeigen, dass diese Prekarisierung ein weibliches Gesicht hat. Dass vor allem Frauen unter prekären Bedingungen arbeiten. Und von den Frauen vor allem migrantische Frauen. Und diese Arbeitsbedingungen haben dann nicht nur Auswirkungen darauf, wie unsere Arbeit ist, sondern wie unser ganzes Leben ist. Genau, dass Prekarisierung ein weibliches Gesicht hat, das hat ganz viel damit zu tun, mit sexistischen Strukturen und Ideen in unserer Gesellschaft zu tun. Denn es gibt immer noch eine Arbeitsteilung, nach der Frauen für Hausarbeit zuständig sind, für unbezahlte Hausarbeit, kochen, putzen, Alte pflegen, Kranke pflegen, Kinder pflegen. Und auch wenn Frauen gegen Lohn arbeiten, arbeiten sie relativ oft in solchen Bereichen, also in Kitas, in Krankenhäusern und so weiter. Weniger Geld für sichere Verhütungsmittel zu haben, sich schlechter aus Beziehungen lösen zu können, schwerer lange Wege auf sich zu nehmen können, beispielsweise um einen Abbruch vorzunehmen. Und Prekarisierung verdoppelt damit die Hürden, die Abtreibungsgesetze aufstellen. Genau. Der zweite Grund, warum wir über Streiken reden, ist aber auch, dass wir glauben, dass Arbeiterinnen, gerade die, die prekär beschäftigt sind, eins der stärksten Kampfmittel in der Hand halten, was es überhaupt gibt. Und das ist der Streik. Genau, und wir wollen jetzt, und darüber wollen wir reden, also wie können wir als Feministinnen streiken? Genau, und um einmal zu sehen, dass so ein Streik auch gegen Sexismus wirklich möglich ist, haben uns eine Aktivistin aus dem spanischen Staat eine Soli-Botschaft geschickt, um davon zu erzählen, wie sie am 8. März zu fast 6 Millionen dort auf der Straße waren. El movimiento de mujeres se viene extendiendo a nivel mundial. Ejemplo de ello es en el Estado español, donde este 8 de marzo vivimos una jornada de huelga histórica. Pero esta jornada de lucha no cae del cielo, sino que está precedida de las luchas anteriores, como fue en el 2014 la lucha contra lo que se llamó la contrarreforma de Gallardón. Este ministro del PP quiso limitarnos a las mujeres el derecho al aborto. El movimiento de mujeres en todo el Estado, organizadas y en las calles, conseguimos tirar abajo no solo la reforma, sino también hacer dimitir a este ministro, que junto con su partido quería devolvernos a las mujeres a los tiempos del franquismo y devolvernos a los abortos clandestinos. Desde entonces hasta ahora, el movimiento no ha dejado de crecer. En 2017, el año pasado, el 8 de marzo, se vivió una gran jornada de lucha y movilizaciones contra ni una menos, contra la violencia machista y los feminicidios. Este 8 de marzo vivimos una jornada de huelga histórica, no solo por la cantidad de
de gente que se movilizó, sino también porque fue una jornada de huelga contra la precariedad. En el Estado español, la desigualdad laboral entre hombres y mujeres es enorme. Las mujeres somos las más explotadas, las más precarizadas y las más pobres. Y además estamos confinadas al trabajo doméstico gratuito. Este 8 de marzo se organizó mediante encuentros de mujeres estatales, donde las mujeres estuvimos debatiendo y decidiendo por qué demandas y de qué manera salíamos a luchar el 8 de marzo. De tal manera que le impusimos a la burocracia sindical, que son Comisiones y UGT, un paro de 2 horas, mientras que la izquierda sindical convocó a una jornada de 24 horas de huelga. Desde Pan y Rosas estuvimos participando de todas las acciones, participamos de los encuentros, de las comisiones, siempre peleando porque este 8 de marzo fue una jornada de lucha de toda la clase de trabajadora, con las mujeres al frente. Creemos que esta es la única manera en la que no solo podemos conquistar nuestros derechos, sino también mantenerlos, con las mujeres al frente, seguidas de la clase trabajadora y la juventud, junto con el resto de sectores oprimidos. Queremos mandarles un saludo a las mujeres en Alemania que se están organizando contra la precariedad laboral y contra el límite que les quieren poner al derecho al aborto, que creemos que es un derecho fundamental para todas las mujeres. Ich hatte die Ehre, den 8. März in Argentinien zu verbringen und habe da nochmal gesehen, dass diese Themen ganz, ganz eng miteinander zusammengehören und auch gehören können und dass es sozusagen auch eine Strategie ist, uns immer wieder in diese Kämpfe in einzelne Kämpfe zu teilen, sondern sie nicht zusammenzudenken. Und da war es ganz, ganz bildhaft sichtbar, dass am 8. März in der ersten Reihe standen Krankenhausbeschäftigte des Krankenhaus Posadas, die gekündigt wurden, und genau an der Seite von denen da liefen die für die Kampagne für das Recht auf Abtreibung angeführt haben und die da Seite an Seite im ersten Block demonstriert haben. Genau. Ja, wir haben auch ein Video mitgebracht aus Argentinien, also quasi mit Lilly wieder zurückgeflogen. Danke, dass du zurückgekommen bist. Die Frauenbewegung in Argentinien ist für uns alle, glaube ich, ein krasses Vorbild. Sie haben es geschafft, dass die führenden Parteien in Argentinien, die ewig nicht über Legalisierung von Abtreibung sprechen wollten, das jetzt tun müssen. Ich glaube, wir können davon total viel lernen. Zum Beispiel müssen wir einfach die SPD unter Druck setzen, dass sie aufhört, ihren Gesetzesvorschlag zurückzuziehen, dass eben 219a abgeschafft werden muss, dass unser Selbstbestimmungsrecht kein Koalitionsthema ist, wo man irgendwie Kompromisse eingehen kann, sondern dass es um unsere Körper geht. Und ich freue mich auf das Video aus Argentinien. Ich bin Brenda Hamilton, Presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en Buenos Aires, Argentina. Y soy militante de la agrupación de mujeres Pan y Rosas. Quería enviarles un fuerte saludo y buenos augurios para esta charla, esta actividad que están realizando en la Universidad de Alemania. Y bueno, contarles que en Argentina el movimiento de mujeres viene creciendo, viene en ascenso y se viene potenciando una alianza entre estudiantes y trabajadores. En Argentina hay un reclamo histórico hace más de 30 años que es por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Recién este año, después de que 7 veces se presentara un proyecto de ley de la campaña nacional por el derecho al aborto en las distintas instancias del Congreso, que fueron cajoneados tanto por el gobierno kirchnerista como por el actual gobierno de Macri, ahora conquistamos con la lucha y la organización en las calles, con distintas acciones que se estuvieron haciendo en los últimos meses, que este proyecto de ley se empiece a discutir en audiencias previas que van a terminar votándose y discutiéndose en el Congreso. Por eso nosotras vemos que es importante organizarnos en cada facultad, en cada lugar de estudio, en cada escuela, para poder arrancarle al gobierno todos nuestros derechos. Ya que vimos con todos estos años, durante los que cajonearon el proyecto, que solo podemos confiar en nuestra fuerza organizada en las calles. Y por eso tenemos que hacerlo junto con las mujeres y los varones trabajadores que vienen enfrentando una serie de medidas de ajuste y despidos también del gobierno nacional. Por eso tenemos que unir nuestra lucha, ya que las mujeres trabajadoras son las primeras en sufrir las consecuencias de los abortos clandestinos y son las que ponen sus cuerpos muriendo o incluso siendo perseguidas por la justicia cuando se practican los abortos clandestinos. Por eso desde el Movimiento de Mujeres tenemos que fortalecer nuestra pelea, no solamente acá en Argentina, sino en todo el mundo, junto con las trabajadoras, como por ejemplo acá lo vienen haciendo las trabajadoras
de la salud del Hospital Posadas, que vienen enfrentando hace meses ya más de 300 despidos en el área de la salud. Por eso les quiero mandar un gran saludo y sumarles toda la fuerza desde Argentina para que crezca también el movimiento allá en Alemania.